Nur dieses Fluggepisszeug, das mache ich nächstes Mal. Hier, die doofen Dinger. Die Level, die sowieso keiner mag. Aber die mache ich heute nicht. Das ist dann einfach Schluss auch. Die euch muss ich rammen, alles klar. Willkommen in meinem Labor, Spyro. Hier brauche ich meine neue Zeitmaschine. Ich war gerade dabei, die letzten Einstellungen vorzunehmen, als diese Rhinox auftauchten. Vielleicht hat jemand anders auch eine Zeitmaschine und sie sind einfach aus der Vergangenheit gekommen. Bitte kümmere dich um sie. Jetzt kann ich endlich mal fragen, wann bin ich? Das ist doch super. Wollte ich immer schon mal fragen. Kann ich muss auch sagen, die Level-Ideen relativ schön gemacht. Aber da hört es dann auch auf. Also, das dann so das Maximum erreicht. Level-Idee gut und dann Punkt so. Dann, das war Lag. Beginnt die Liste der negativen Sachen. Seiten dieses Spiels. Wie soll ich denn da hochkommen schon wieder? Muss ich das verstehen oder muss ich das verstehen? Muss ich nicht verstehen, muss ich das sein. Kriegen wir schon hin. Oh. Oh. Oh, was? Was ist das da? Ich habe Angst, aber ich habe es eingesammelt. 2 hoch 1 mal 9 durch 1000 ist gleich Fragezeichen unendlich YZ. Ich glaube, da steht nur Schwachsinn. Ich erdreiste mich einfach mal der Behauptung, dass da nur Müll steht. Also mathematischer Müll natürlich. Rein künstlerisch gesehen, ganz toll gemacht, Freunde. Super. Ich bin zwar eine Winterfee, aber nicht einmal ich kann so viel Kälte vertragen. Deswegen lebe ich auch noch, weil ich es nicht vertrage. Merkst du selber, oder? Metal Max Silber, oder? Silbermäxig. Zack, wo bin ich? Keine Ahnung. Aber ich habe... Das ist ein Bleistift. Den ich habe schmelzen lassen. Ich hab's einfach gemacht, Alter. Ich bin richtig ausgebucht, die Sau. Hab ich einfach gemacht. Ich will nicht so viel vorwegnehmen. Stichwort Spyro 2, Season of Flame, Spyro 2 Game Advance natürlich. Aber das Problem an diesen Leveln ist, das Konzept ist wirklich immer, also wirklich haargenau, 1 zu 1 ist das gleiche. Du kannst diese Level nach Schema F abbeten und das ist vielleicht nicht so gut. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das bei Spyro 2 nicht so extrem so. Ich meine jetzt nicht das Konzept, es gibt pro Level so und so viele 100 Edelsteine und hier so. Ne, so mache ich das natürlich nicht. Ich speichere, weil es wird wieder unfair. Also ich meine eher, wie zum Beispiel die Feen verteilt sind. Ja, genau deswegen habe ich gespeichert, weil das Spiel ein unfaires Stück Scheiße ist. Also. Danke, Spyro. Gerne, Deborah. Was wollte ich sagen? Da geht nicht weiter. Hier kann man, es gibt halt zwei Feen normal. Eine Sache, alles abbrennen. Eine Hauptaufgabe vom Hauptcharakter dieses Levels und eine von einem Nebencharakter dieses Levels. Oder vielleicht auch drei zum Auftauchen, was weiß ich. Eventuell noch ein Dieb und fertig. Und das, also es gibt teilweise Level, das Spyro 2 wirklich kreativer. Und vor allem diese blöde Eigenschaft ist überall runterfallen. Auch nicht. Wie gesagt, wenn ich mich richtig erinnere. Es kann auch sein, dass ich mich komplett irre. Ich habe es nur ein paar Mal durchgespielt. Könnte ja falsch sein. Allerdings ist es etwas her, also es könnte wirklich falsch sein. Ganz ohne sarkastischen Unterton. Ich muss darüber und drüber springen und gleiten. Glaube ich. Hey, hey, hey. Hier auf so einer Fläche die Gegner einzubauen, die man mit einer RAM-Attacke töten muss. Oh, ich hätte mal auch... Also, oder? Also, ich meine ernsthaft. Komplett das Hirn zu fäkalisiert. Ich hab's ja selber nicht. So, jetzt muss ich von hier irgendwo hinspringen. Aber wo das ist, das sagt uns wieder mal kein... Oh. Das kann man aber auch nicht sehen. Kann das sein, wenn ich mich hier hinstelle? Nee, dann sehe ich nicht, dass ich darüber springen muss. Ah, ganz großes Kino. Ganz, ganz fantastisch. Fairness geht genau so, nur eigentlich komplett anders.
Lustigerweise. Das kann ich ohne Safe State wirklich überhaupt nicht ahnen. Es gibt keinen Winkel, wo ich das sehe. Nee, nee, gutes Spiel. Kann einem keiner was erzählen. Da muss ich darüber. Sehe ich das von hier aus? Das sehe ich tatsächlich. Ich war vorausgesetzt, es funktioniert, was es aber tut. Das sehe ich. Das ist dann okay. Das sehe ich ein. Kekskrümchen. Brrr, was kalt. Und danke, dass du die Kälte vertrieben hast. Also, was ich in diesem Level noch sagen wollte. Es ist an sich Schema F. Das Einzige, was sich verändert, ist das... So ein bisschen das Motiv des Levels. Und mit Motiv mache ich die Texturen. Wenn ich diese Texturen durch die Texturen des Baumlevels austauschen würde. Es könnte ein Baumlevel sein. Ganz ohne Probleme. Es gibt nichts, was dieses Level einzigartig macht in dem Sinne. Ich verweise wieder mal auf Spyro. In der Hoffnung, dass ich nicht völlig einen Lapskaus erzähle. Aber das sehen wir ja. Ach, hier, okay, hier hätte ich auch so hochgekonnt. Das tut mir auch sehr persönlich leid, tatsächlich. Danke für den Zweier. Danke für den Felix Zweier, Fußballerwitz. Danke. Okay. Tschüss. Nimmst du diesen Edelstein mit? Wie soll ich da hochkommen? Spiel, erleuchte mich. Reicht der Sprung von hier? Ist etwas gewagt, aber könnte klappen. Danke. Das ist super, Freunde. Das ist eine totale Wahnsinn. Supi, supi. Hessen, könnt ihr mich in Ruhe lassen? Ich freue mich auch, dich zu sehen, aber nicht so sehr. Irgendwo muss man mal eine Grenze ziehen dürfen. Gut, hier war ich ja schon. Ist ja im Westen nichts Neues. Aber es gab noch andere Dinger, wo ich hoch musste. Hoch durfte. Was ist hier? Da war ich schon. Ach, hier, genau, bei dem Fünfer war ich schon. Ich musste gerade überlegen, habe ich den jetzt gemacht eigentlich oder nicht? Ich habe ihn gemacht. Ich drücke L, reagiere. Liebes Spiel. Reagiere. Das reicht doch an Höhe auch niemals aus. Das ist viel zu weit. Das kann nicht klappen. Ich glaube, das kann nicht. Ach, never. Vergiss es. Volle Kanne vergessen kannst du. Das reicht nicht. Okay, ich muss einen anderen Weg dahin finden. Was passiert hier? Bei mir alles super soweit. Bei euch hoffentlich auch. Ich habe immer noch nicht alle Bleistifte. Das gibt's ja nicht. Edelsteine 100? 275 von 400. Okay. Ist relativ extrem. Häschenmörder, Häschenmörder. Was ist da unten? Da komme ich auch hin. In dem Fall muss ich sagen, weiß die roten Ränder sehr zu schätzen, die haben sagen, dass man so auf Grundniveau ist. Hier zum Beispiel sieht man, dass irgendwas lila, das ist nicht die gleiche Höhe. Aber hier sieht man, oh, rot, okay, da kann ich was mit anfangen. Da haben sich tatsächlich mal Gedanken über was gemacht. Über Probleme, die man perspektivisch haben könnte in einem Videospiel. In einem zweidimensionalen, was war das denn? Videospiel? Was war das denn für ein Boost, hallo? War schon fragwürdig. Hat der mich geboostet? Unwissentlich? Also unwissentlich für mich, ich hab's nicht geboostet. Kann sein. Ich hab den Schlüssel, ich kann zur Truhe zurück. Vorausgesetzt, ich wüsste, wo sie ist oder wo ich bin. Oder wer bin ich eigentlich? Geht sie zurück? Nein. Da unten ist was, aber das ist auch nicht gleiche Höhe. War ich da schon? Das ist jetzt zum Experimentieren. Hat natürlich funktioniert. War Absicht.
In gewissem Maße muss man auch sagen, wer es kann, ne? Also. Ist einfach dafür gemacht. Da drüben geht's hin, aber. Da war ich jetzt schon. Komm, sag mir, da war ich schon. Natürlich nicht. Ich gehe gleich zurück. Ich weiß, ich habe den Bleistift vergessen, aber ich wollte nicht riskieren, dass es der letzte ist. Und dann wäre ich wieder sonst wohin teleportiert. Was ja scheinbar ein Problem ist in diesem Spiel. Meine Zeitmaschine ist so gut wie fertig. Jetzt brauche ich noch die Titan-Zündstäbe, um die Leistung zu verbessern. Such noch die Zinnstäbchen. Und da ist der letzte. Okay. Also super, mit diesen Zündstäbchen kann ich die Zeitmaschine anwerfen. Ja, den Honigsumpf verloren habe. Ich habe diese als Antenne verwendet, aber jetzt schmelzen sie mir weg. Oh, tschüss. Wo bin ich jetzt wieder gelandet? Du hast Glöckchen gerettet. Oh, jetzt bin ich hier. Oh, Ernsthaft und unironisch. Hier bin ich. Danke für den Lag. Ah, genau. Okay, ich weiß wieder. Ich bin gut. Perspektivischer Arschlochsprung. Nenne ich das jetzt mal ganz ungeniert. Das war einfach. So. Wo war denn jetzt? War hier oben noch einer? Moment, ich bin vollkommen falsch. Hier war ich gar nicht. Okay. Ich gebe zu, das war lustig. Da habe ich schon ziemlich hart keine Fick gegeben. Würde man heute sagen. Hier ging es weiter, oder? Irgendwo da drüben. Pass auf, hier konnte ich springen. 100 Pro. Hier konnte ich springen. Prinzipiell vollkommen richtig. Prinzipiell fuck. Okay. Kann ich den noch? Aber bevor es tatsächlich der letzte ist. Es ist der letzte. Holunderbärchen. Wow. Ernsthaft? Bin ich nicht gemobbt auf dem Schulhof oder? Ich sag hier nur. So, hier ging's jetzt. Das war der. Das kann doch nicht der gedachte Weg sein. Ich muss irgendwie anders rüberkommen auch. Kann nicht sein. Und dann war das da drüben. Genau. Richtig springen muss man können. Da unten war noch Edelstein. Fick! War noch ein Einser. War kein Einser mehr, bin ich blind? Habe ich mir so hart eingebildet. Wahrscheinlich. So. Ist da der Anfang des Levels? Denn die Schatzkiste fehlt mir auch noch. Keine Ahnung. Nicht erkennbar. Was war denn hier noch? Da ging es auch noch irgendwie weiter, oder? Warte, was ist denn hier noch? So, da drüben, wo geht's da hin? Da scheint ich schon gewesen zu sein. Ich lerne. Das ist hier. Ich weiß schon, wo das ist. Ja. Ich kann es zwar nicht beschreiben, aber ich weiß wirklich, wo es ist. Ich sehe die Verbindung. Fünfer. Es fehlen noch 41. In der Truhe sind meistens im Schnitt was? 13, 14 drin? 41. Und vor allem, was fehlt mir für eine Fee? Ich habe die Brennstäbe. Die Rhinoxe. Ich muss dann noch die Rhinoxe alle killen. Aber das sind dann alle. Also mir fehlt noch mindestens eine Insel. Deduziere ich hier mal. Glaube ich.
Da unten ist noch irgendwas, aber da kann ich vielleicht hinspringen von hier aus. Das ist ein bisschen gewagt. Will ich auch ohne Safe jetzt niemals verantworten und hier war ich noch nicht. Doch, hier war ich schon. Nee, hier war ich noch nicht. Ach, hier ist der Anfang. Okay, okay, okay. Yeah. Schatztruhe. Leck. Es fehlen 14. Sie haben 14. Sie haben 100. Was war denn hier oben? Ah, genau. Wie komme ich denn da oben hin? Das ist, glaube ich, die letzte Plattform, die fehlt. Warum leckt das Spiel jetzt so? Hallo, lass mal nicht machen so. Wo kommst du eigentlich her? Das ist ja ungeheuerlich. Wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn hier? Von hier aus müsste ich allerdings springen können zu dem anderen Ding. Wo auch immer das genau ist. Das ist hier und ich bin voll vorbeigesprungen. So besser? Ja. Irgendwie geht hier gerade alles kaputt in diesem Spiel. Ist auch vollkommen okay, wenn es... aber es ist nicht vollkommen okay. Muss man im Level so viele Rändern an Gegnern, das ist so schlimm. Wo kommst du denn her? Okay, ganz vorsichtig. Gib mir diesen Edelstein! Guck mal, Spyro, jetzt kann ich endlich... Jetzt, Moment mal. Und habe ich gedacht, jetzt reicht's. Jetzt raste ich aus. Gut gemacht. Ja, ich kann. Ich verrate mein Geheimnis, wenn die Zeitmaschine gut funktioniert, wenn ich in meinem Ausgang ist. Irgendwas mit Haarwuchsmittel. Was ist denn los bei euch? Was ist los mit diesem Spiel? Das ist alles fragwürdig. Hier geht's zurück zur Frühlingsfee. Mir fehlt ein Fünfer. Ein einziger scheiß Fünfer. Vielleicht soll ich nochmal sterben, weil der Edelstein vielleicht nicht geladen ist. Das könnte doch sein. Das Problem ist, das könnte wirklich sein. Ich meine, ich mache einen Witz drüber, aber ich weiß, es ist nicht... Damit spaßt man nicht. Und das Spiel ist so. Okay. Okay, pass auf. Ich gebe zu, das ist nicht unmöglich zu finden. Und trotzdem hat es mich, glaube ich, 10 Minuten gebraucht. Also 10 Minuten gebraucht, bis ich das gefunden habe. Das ist bei der hier. Ich weiß nicht, wie sie heißt, weil sie spricht leider nicht mit mir. Ich würde es euch ja sagen, aber sie ist Maggie, genau. Bei der Winterfee. Ich meine, gut, wenn man hier so lang geht, sieht man, oh, da hinten ist irgendwas. Dann sieht man aus, ist das hier und man verfehlt die Plattform. Relativ dumm, aber kommt vor. Naja. 400. Unfassbar. Aber das finde ich nicht so schlimm. Das ist nicht unfair, das ist einfach ein Geheimnis. Da muss man ein bisschen suchen. 100% sollen einem auch nicht vollkommen in den Schoß fallen. Das ist okay. Und das haben wir relativ viele alte Spiele gemacht. Bestes Beispiel Crash Bandicoot 2. Wo teilweise sich heute denkt, wie ist man darauf gekommen? Aber es waren immer Hinweise, es war nie vollkommen aus der Luft gegriffen. Ob er es gefunden hat, war die andere Frage. Aber das ist doch okay. Ich meine, wer nicht aufpasst, nichts sieht, ist manchmal auch selber schuld. Solange es nicht... Ich meine, unfair versteckt ist. Ist es vielleicht okay.
Also das kann man machen das nächste Mal. Römische Stadt, ich freue mich total. Und bin nicht reingelaufen, tatsächlich. Nicht, auch nicht schlecht, ist auch nicht schlecht. Hat auch was. Nee, war gut. War gut. So, der erste Esel ist der erste Edelstein, das wollte ich noch gar nicht. Okay, bisher haben wir alles 100%. Ich bin relativ stolz auf mich, gebe ich zu. Und das nächste Mal schauen wir uns dieses Ding an. Sieht ganz nett aus. Ist halt wieder mit Ertrinken, aber das kennen wir ja schon. Wäre sonst langweilig. Ich meine nur. Wenn ich drüber nachdenke, vielleicht war es in Spyro 2 auch so. Vielleicht konnte man auch tatsächlich überall runterfahren. Das weiß ich nicht mehr. Ich gehe nur lang, um dann... Das soll ich so als Teaser schon mal drauf einstellen können. Da ist eine Schatzkiste, ich hab's gesehen.